David Breik, Regionalliga-Debüt im Donaustadion. Wie fanden Sie es? Ja, im Donaustadion ist halt nochmal was anderes wie jetzt in Frankfurt letzte Woche. Wir wollten halt erst in das Spiel gehen und richtig geiles Spiel abliefern, gerade für die Fans und alles. Ist uns nicht ganz gelungen am Anfang oder eigentlich das komplette Spiel lang. Mit dem 2-2 war es dann nur ein bisschen versöhnlich. Aber klar, erste Mal Donaustadion, geil. Und gab es eine kleine Verwirrung beim Tor? War es ein Eigentor oder war es Ihr Treffer? Ja, sie schießen an, der rettet auf der Linie, dann rutscht die Nummer rein, schießt und der hebt den Fuß hin, aber der wäre dann so rein. Also mein Tor. Also Ihr Tor. Ganz klar mein Tor. Und freuen Sie sich schon auf die nächste Saison? Ja, ganz klar, weil die letzten zwei Spiele waren ja eigentlich nicht mehr wichtig und so. Nächstes Jahr beginnen wir von neu und dann steigen wir auf. Was darf man erwarten nächste Saison? Ja klar, ist halt ein Umschwung, keine Ahnung. Man weiß, viele von uns spielen ihr erstes Jahr in der Aktiven und ganz klar Umgewöhnung und alles und müssen wir einfach schauen. Ich denke, vom Mittelfeld bis oberes Mittelfeld, aber müssen wir schauen. Vielen Dank und viel Erfolg.